Viel zu früh haben Prinz William und Prinz Harry ihre Mutter, Prinzessin Diana, verloren. Die beiden waren damals erst 15 und 12 Jahre alt. Am 31. August 1997 starb Lady Di mit nur 36 Jahren infolge eines Autounfalls an ihren Verletzungen in Paris. Noch vor ihrem Ableben soll sie Audioaufnahmen für ihre Söhne und die zukünftige Frau von Prinz William aufgenommen haben. Das berichtet die britische Zeitschrift OK und beruft sich auf eine Quelle, die nicht beim Namen genannt wird, aber mit Diana befreundet gewesen sein soll. Als hätte sie mit einem frühen Tod gerechnet, soll sich Diana den Angaben zufolge selbst aufgenommen haben, um Botschaften zu hinterlassen. In einer Aufnahme soll sich Diana direkt an die zukünftige Frau von Prinz William gewandt haben, um ihr ein paar Weisheiten mit auf den Weg zu geben. Damit eure Ehe das öffentliche Rampenlicht und den privaten Druck des königlichen Lebens übersteht, braucht es Geduld, Kompromisse, Verständnis, Vertrauen, Loyalität und natürlich Liebe, berichtet OK. Als die Aufnahmen gemacht wurden, soll Prinz William gerade zwischen 13 und 14 Jahren gewesen sein und begonnen haben, sich für Mädchen zu interessieren. Die Vorstellung, dass er einmal heiraten und selbst Kinder bekommen würde, habe die Prinzessin fasziniert, erzählt die Quelle. Außerdem soll Diana davon überzeugt gewesen sein, dass die zukünftige Frau von Prinz William wunderschön, klug und unabhängig sein wird. Herzogin Kate würde den Vorstellungen von Lady Di genau entsprechen. Die beiden hätten sich bestimmt gut miteinander verstanden. In der Audioaufnahme wünscht sie ihrer Schwiegertochter, die sie nie kennenlernen wird, ein Leben voller Liebe und Freude. Auch an ihre Enkel soll sie sich gewandt haben. Die Quelle erzählt, Diana hätte Folgendes gesagt: Hab deine Kinder für mich lieb. Sie tragen mein Herz. Lasse sie wissen, dass ich sie liebe und immer über sie wachen werde. So Dianas Worte laut der Quelle. Auf die Frage, warum Diana diese Tapes aufgenommen hat, hat die anonyme Quelle auch eine Antwort parat. Die Aufnahmen wären für den Tag, an dem sie nicht mehr da sein würde, um ihre Jungs zu begleiten. Es wäre nicht Lady Di, wenn sie nicht die liebevollsten und ehrlichsten Worte gefunden hätte. Ihre Stimme zu hören, schenkt Prinz William und Herzogin Kate bestimmt Trost. Die Quelle meint zu den Audioaufnahmen: Auf diesem Weg konnte sie weiterhin ein Teil ihres Lebens sein, auch wenn sie nicht mehr da war. Lady Diana ist und bleibt eine einzigartige Persönlichkeit in der Geschichte der britischen Royals. Mit den Tapes kann sie ihren Lieben auch jetzt noch ganz nah sein.